haben wir tatsächlich jetzt langsam, aber sicher, kommen wir immer näher an die Credits ran, die wir bräuchten, um uns wirklich ein neues Schiff zu kaufen, aber ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt schon lohnt. Je eher wir auf Mantara Luna sind, desto besser. Stell bloß nichts an, klar. Du wirst beim Betrieb in der Stadt gescannt. Hey, wie kann ich dir... Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen. Okay, klar. Wir kümmern uns um Löcher, defekte Dichtungen und all sowas. Gut. Händler verkaufen, richtig. Also, was brauchen wir denn jetzt überhaupt nicht mehr? Wir haben jetzt eine Pistole. Ja, wir brauchen dann, glaube ich mal, das brauchen wir, glaube ich, eher nicht dann. Das würde ich verkaufen, das würde ich verkaufen. Ich verkaufe auch mal das. Wir können nicht so viele Sachen mit uns rumtragen, das geht nicht. Alles, was ich jetzt wirklich nicht tragen will, das muss jetzt weg. Wir sind einfach wirklich mehr tragen können, ne? Wir können immer noch so wenig tragen. Die Bücher kann ich auch verkaufen, wenn wir sie einmal gelesen haben, dann muss ich die ja nicht behalten. So, jetzt können wir wieder ein bisschen was zumindest mitnehmen. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich... Solche Farmen findet man überall im Freestar Collective. Hier drüben! Was ist hier los, hä? Sag an, was geht ab? Ich kann dir helfen. Die Freestar Ranger. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich freue, euch zu sehen. Ich bin Ranger Emma Wilcox. Das ist mein Deputy. Wir helfen dir. Also, was ist passiert?
Ich war gerade beim Pflanzen auf dem Feld, als ich ein paar Männer habe kommen sehen. Sie sahen aus wie Soldaten, mit Uniformen und Waffen. Sie wollten die Farm kaufen, haben nicht mal gefragt, ob sie zu verkaufen ist. Ihr Angebot war mies, also habe ich ihnen gesagt, wo sie es sich hinstecken können. Gute sie Idee. Haben gesagt, sie geben mir Bedenkzeit. Und dass ich es bereue, wenn ich es mir nicht anders überlege. Dann sind sie gegangen. Wie viele Männer waren es? Sie waren zu viert. Aber als sie gegangen sind, habe ich sie reden hören. Da klang es, als wären noch mehr in der Nähe. Gibt es irgendeinen Grund, warum sie ausgerechnet an dieser Farm Interesse haben könnten? Mir fällt nichts ein, nein. Ehrlich gesagt, machen wir gerade harte Zeiten durch. Die letzte Ernte war die schlechteste seit langem. Und das Land hier ist auch nicht gerade knapp. Es gibt genug für alle. Wenn sie vorhaben, wiederzukommen, müssen sie irgendwo in der Nähe sein. Hinter dem Haus liegen Canyons. Da sind sie hingegangen. In den Canyons ist es gefährlich. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge und alle möglichen feindseligen Kreaturen. Wenn ihr die Männer verfolgt, seid vorsichtig. Ah, noch was. Sie haben gesagt, sie wären die Ersten. Die Ersten wovon, weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Danke, Ma'am. Das sollte reichen, damit wir diese Männer finden können. Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Die Typen wissen nicht, dass wir hinter ihnen her sind. Also versuchen sie wohl auch nicht, ihre Spuren zu verwischen. Also, gehen wir uns die Canyons ansehen. Vorher lege ich noch mal ein paar Sachen um. Also, 1 Pistole, 2 das, 3, 4, nee, das ist 1, das ist 4. Und das ist 5. Jetzt haben wir sie alle hintereinander. Du kommst auch mit, das kann ich ja nochmal ändern, dass Sarah wieder meine Begleiterin wird. Mehrere Stiefelspuren führen in der Vor-die-Linie Canyon. Mehrere Paar, wie es aussieht. Und nicht sehr alt. Gehen wir runter in den Canyon. Vielleicht finden wir noch mehr. Ist still hier draußen. Das ist schön. Mal was anderes als Aquila City. Die Sichtlinien hier sind grauenhaft. Es könnte alles vor einem sein. Oder hinter. Mit den Canyons hätte ich mich monatelang beschäftigen können. Ich hätte mir jeden Winkel angesehen. Sonnenblume. Da sind Gegner auf jeden Fall. Ich würde die halt gerne scannen, ne? Du was? Vorsicht! Was macht ihr denn? Wie im Mittelalter. Alter, jetzt leckt hier ein bisschen. Warum diese scheiß Granate geschmissen? Okay, der Revolver ist aber echt, der macht viel Damage. Hey! Tanzen wir! Es ist so dunkel, Alter. Habe ich keine Taschenlampe? War das nicht auf TLT? Kraft Z. Ich weiß noch gar nicht, was eine Kraft ist. Handscanner Taschenlampe ist. Ach so. Ach, F gedrückt halten war das, genau. Ja, richtig. Führen nach rechts. Gutes Auge, Deputy. Wir sind wohl auf der richtigen Fährte.
Möglichkeiten. Ich folge der Farmer. Hoffentlich geht's uns nicht auch so. Was ist jetzt los mit der Musik? War doch nur ein Gegner. Okay, nee, da. Achtung! Hab hier ein Problem! Oh! Alter, die mit ihren scheiß Granaten immer. Lol. Das hat den einfach hier hochgeschleudert. So, da muss ich rüberspringen, oder? Okay, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Jetzt. Weil ich weiß nicht, ob das giftig ist, da dieses Zeug. Oh, Minen, Minen, Minen. Oh, shit. Das sind sogar fucking Minen. Oh! Alter, hat die weggefickt. Spuren für nach links. Oben auf den Wänden des Canyons. Ich brauche mal fucking Munition jetzt wieder. Ist schön, mal freien Himmel zu sehen. Als Mutter bin ich nicht mehr so oft im Feldeinsatz wie früher. Oh. Jesus Christ, was sind hier alle für Gestalten? Hier laufen Banditen durch. Scheiße, mein Kopf. Oh. Für nach links. Naturtalent im vierten Lesen. Alter, können wir die jetzt endlich mal finden hier oder was? Als ob die sich den ganzen Weg hier durchgekämpft haben. Tiefer in die Schlucht. Weißt du das? Ich verwette meine Marke, dass das ein Lagerfeuer ist. Das okay. Wird lustig. Dann geht's jetzt los. Los. Rein da. Wir sind praktisch mitten in ihrem Bezirk. Die Sache in der Bank sollte den Marshall eine Zeit lang beschäftigen. Was ist hier los? Gleich amüsieren wir uns. Guck mal an, wen haben wir denn da? Die Wagoner hat die Kavallerie gerufen. Aber eine jämmerliche Kavallerie. Dreht mal lieber um und verschwindet wieder, solange ihr noch könnt. Eine Schießerei könnte hässlich werden. Wäre wohl am besten, das verbal zu klären. Was wollt ihr mit der Wagner Farm? Eigentlich ist es nicht die Farm, die so besonders ist. Aber das geht dich nichts an. Wer seid ihr? Erkennst du die Uniformen nicht? Aber es sollte mich nicht wundern. Der Major meinte ja, es hätten alle einfach vergessen, welche Opfer wir gebracht haben, wie wir verraten wurden. Aber bald werden sie sich daran erinnern. Dafür sorgen wir. Ihr werdet mich erst los, wenn ich Antworten kriege. Denkst du echt, du kannst hier Forderungen stellen? Ja. Das Einzige, was du von uns kriegst, ist ein frühes Grab. Also, irgendwelche letzten Worte, die ich vergessen kann? Wir können das auch gewaltfrei regeln. Oh, das glaube ich nicht. Ah, toll. Okay.
schnappen wir sie. Das hat nicht sehr gut funktioniert. Ich brauche hier Hilfe. Jesus Christ. Leichen zu plündern ist zwar nicht glamourös, aber oft profitabel. So, waren das alle? Herrlich, ganz wie früher. Sehr viele geile Waffen hier. Auch ein bisschen Munition wäre gut. Eine Hantel, um hier ein bisschen zu pumpen, natürlich auch. Achso, da ist ja noch ein Gegner. Ja, war nicht meine erste Schießerei. Wirklich? Du führst wohl ein ziemlich aufregendes Leben. Kann man so sagen. Je weniger ich über dich weiß, desto besser. Hm? Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir irgendwie heraus, was die Typen vorhatten. Wonach genau suchen wir? Hoffentlich finden wir Hinweise, wer diese Typen waren und warum sie es auf die Wagoner Farm abgesehen hatten. Okay, dann schauen wir mal, was wir finden können. Ebenso. Davon kann ich nie genug kriegen. Oh, ich kann hier die Fauna. Ich kann aber hier scannen. Deswegen kommt immer nur 13%. Ich muss immer mehrere von denen scannen dann. Ich muss viele Exemplare finden und sie alle scannen. Und dann erst dann irgendwann ist es abgeschlossen. Ich verstehe. Ich weiß im Übrigen, dass wir hier was aufgehoben haben. Job erledigt. Ein Buch von ihm, was wir jetzt gleich lesen müssen, damit die Quest weiter vorangeht. Aber die haben hier noch irgendwie was. Unzugänglich. Warum? Ich hab doch seinen Schlüssel, oder? Na gut, okay. Mein Kontakt in der Firma hat geliefert. Ich hab dein Schiff. Hab es mir direkt in der Fabrik unter den Nagel gerissen. Sehr peinlich für Hope-Tech. Sobald die Credits auf meinem Konto sind, setze ich es an der vereinbarten Stelle ab. Falls du in Zukunft noch mehr Schiffe brauchst, sag Bescheid. Für solche Jobs bin ich immer zu haben. Also ging es doch um dieses Schiff hier. Du warst gut. Hast du was Interessantes gefunden? Kann man so sagen. Sieh dir das mal an. Was haben wir denn hier alles? Interessant. Ihr Schiff wurde also aus der Hope-Tech-Fabrik gestohlen. Wer auch immer das war, muss ein unfassbar guter Schiffsdieb sein. Irgendjemand will diese Farm unbedingt haben. Apropos, gehen wir zurück und sagen Wagoner, dass sie erstmal in Sicherheit ist. Hört sich gut an. Neblig hier auch. Das ist nochmal so eine ganz andere Stimmung hier als auf so einem Planeten, wo man richtig weit lang gucken kann. Es regnet auch ein bisschen. So cool. Was gibt's Neues?
Was ist passiert? Habt ihr die Männer gefunden? Freut mich für sie. Du hattest recht, sie waren im Canyon. Leider ist es handgreiflich geworden. Na, da bin ich aber froh, dass ihr unversehrt seid. Die waren entweder verrückt oder verzweifelt, wenn sie sich mit den Freestar Rangern anlegen. Also, wer waren sie? Und warum wollten sie meine Farm haben? Weißt du was über ein gestohlenes Hope-Tech-Raumschiff? Hope-Tech? Das Frachtschiffunternehmen? Tut mir leid, darüber weiß ich nichts. Wir haben einen Ansatzpunkt, aber es ist noch zu früh. Man sagt ja, dass die Ranger immer ihren Mann kriegen. Ihr schafft das schon. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich will nicht als die Wagoner in Erinnerung bleiben, die nach Generationen die Farm der Familie verloren hat. Wir machen nur unseren Job. Klar. Trotzdem bin ich euch dankbar. Wenn du weiter Probleme hast, melde dich einfach. Wir sind im System, also können wir schnell jemanden schicken. Okay, Deputy. Zurück zum Turm. Wir müssen dem Marshall Bericht erstatten. Die Knechte noch einmal beim Faulenzen erwische. Neues Level up. Sozialdieb. Taschendiebstahl. Es besteht die Chance, dass ich zusätzlich Credits finde. Erhöht deine Erfolgschancen, jemanden zu überreden um 10%. Jo, bitte. Bitte, ja. Den Skill, den müssen wir schnell voll machen. Alle Systeme bereit für das nächste Abenteuer. Ich liebe Kaffee. Auf nach Aquila City, dem Marshall Bericht erstatten. Nein! Oh, er hat bestimmt abgespeichert. Ich hoffe, er hat abgespeichert. Das Spiel crasht einfach. Es crasht einfach. Es crasht einfach so einfach nur weg. Aber er muss gespeichert haben. Nachdem ich die Quest beendet hatte zumindest. Das hoffe ich zumindest sehr. Es geht einfach down, das Game. Es geht einfach down. Einfach so. Na, dann seht ihr jetzt auch gleich mal, wie es für mich immer aussieht, wenn ich hier zurück ins Game gehe und den letzten Spielstand lade. Das ist jetzt zwar nicht sonderlich aufregend, aber naja. Ein Schiff kann üblicherweise maximal 30 Lichtjahre auf einmal springen. Alter, aber 30 Lichtjahre auf einmal springen zu können, ist ja schon... eigentlich schon ziemlich heftig. Okay, wir sind aber schon wieder da, wo wir fertig sind damit, ne? Ja, okay, alles klar, gut. Das ist sehr gut. Deswegen sind autospeichernde Spiele immer ein Segen. Achso, ich habe in OBS noch nicht geguckt, aber das dürfte das Game wieder capturen, ne? Ja, alles gut. Das ist alles okay, das passiert jedem Gamer, dass es mal abschmiert, ne? Das passiert.
Hoffentlich bist du keine UC-Drohne. Moin, Helga. Was geht ab? Wenn du die Ranger suchst, geh auf die Hoch. Was ist auf Montara Luna los? Der Hilferuf von der Wagoner Farm war doch ein wenig interessanter als gedacht. Ein paar Männer wollten die Wagoners von ihrem Land vertreiben. Erst wollten sie es kaufen, dann haben sie es mit Drohungen versucht. Wir haben sie zur Rede gestellt und das wurde hässlich. Es hat keiner von ihnen überlebt. Du hast jemandem in Not geholfen und bist lebendig zurück. Das ist ein Erfolg. Die Wagoner ist in Sicherheit, das ist das Wichtigste. Vorerst ja, aber sie könnte immer noch in Gefahr sein. Deswegen müssen wir mehr Infos sammeln. Welchen Eindruck hattest du von den Männern, die sich die Farm holen wollten? Sie waren tough und gut bewaffnet, vermutlich Söldner. Wenn das stimmt, muss jemand sie angeheuert haben. Also, habt ihr etwas gefunden, das erklären könnte, warum diese Männer die Farm wollten? Ja. Nur das hier. Achso, oder sie haben jemanden angeheuert, um Hope Tech ein Schiff zu klauen. Ja. Hope Tech Schiffe sind nicht gerade billig. Der Dieb könnte uns vermutlich jede Menge über diese Burschen erzählen. Es gibt noch was. Sie hatten Uniformen der Freestar-Miliz an. Das Einheitenabzeichen war gelb auf schwarz mit der Zahl 1. Sie haben auch gesagt, dass man sie vergessen hat. Sie waren irgendwie verbittert, voller Groll. Hast du nicht im Koloniekrieg gekämpft, Marshall? Klingelt da was bei dir? Die First Cavalry. Ich war mal in der Einheit. Aber sie wurde vor Jahrzehnten aufgelöst. Nach der Schlacht von Nera. Es war sowieso nicht mehr viel übrig. Was ist in der Schlacht von Nera passiert? Die First Cavalry hat bei einem Angriff auf eine United Colonies Basis fast alle ihre Mechs und Soldaten verloren. Sie standen kurz vor dem Sieg. Da kam der Befehl zum Waffenstillstand. Beide Seiten hatten einfach schon zu hohe Verluste gehabt. Der Kommandant, der First, ignorierte den Befehl. Er wollte nicht, dass seine Soldaten umsonst gestorben sind. Sie haben ihn und die überlebenden Offiziere vors Kriegsgericht gestellt und weggesperrt. Könnten die Männer Veteranen der First Cavalry sein? Es ist wohl nicht unmöglich, aber es ist verdammt unwahrscheinlich. Die Einheit wurde quasi ausgelöscht. Und die wenigen Überlebenden wurden wegen Befehlsverweigerung ins Gefängnis geworfen. Ich weiß nicht mehr, wie lang die Strafe war. Was war der Koloniekrieg? Der Krieg zwischen den United Colonies und dem Freestar Collective. Der schlimmste Konflikt, den es in den besiedelten Systemen je gab. Beide Seiten haben schreckliche Waffen eingesetzt. Unzählige Menschen sind gestorben. Der Friedens- und Sperrvertrag wurde vor 20 Jahren unterzeichnet. Aber die Wunden sitzen tief. Unsere beste Spur ist es wohl, den Schiffsdieb zu finden, den die Typen angeheuert hatten. Scheiße. Es ist unsere einzige Spur. Die Hope-Tech-Fabrik liegt in Hopetown auf Polvo. Nir Kalu ist unser Ranger dort. Sie kann dir Ron Hope vorstellen, den Präsidenten von Hope-Tech. Vielleicht kann er dir helfen, den Dieb zu finden. Aber pass auf, dass du ihn nicht verärgerst. Er sitzt im Rat der Gouverneure, dem wir unterstellt sind. Das wird kein Problem. Gut. Ich kann's wirklich nicht brauchen, dass der Rat mir Ärger macht. Das ist jetzt deine Mission, Deputy. Finde gemeinsam mit den anderen Rangern möglichst viel über die Männer auf Montara Luna heraus. Ich suche inzwischen nach einer möglichen Verbindung zur First Cavalry. Viel Glück bei der Jagd.
Okay, alles klar. Damit haben wir eine neue... Ist das immer noch die gleiche Mission oder ist das jetzt eine andere? Ne, es ist jetzt quasi eine neue sozusagen. Gut, die machen wir dann im nächsten Part von Starfield, Leute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und würde mich erstmal verabschieden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.